Hallo ihr Lieben, Pfingstmontag, fast Abend. Ich möchte heute mal mit euch ein paar Dinge bereden, die mir so ein bisschen auf der Seele brennen, bevor ich platze. Das wird nicht schön. Einige Leute fragen mich ja zum Beispiel, warum ich mich mit Rockern umgebe, warum die bei mir präsent sind, warum ich mit denen befreundet und mehr bin. Weil diese Leute, im Gegensatz zu dem Fragesteller, noch wissen, was Ehre und Respekt bedeutet. Weil die weit mehr Verstand haben als so manch anderer. Weil die zu dem stehen, was sie tun. Darum. Ganz einfach. Weil es klasse Menschen sind. Ist einfach so. Und ich meine jetzt keine Gruppierung speziell. Schade eigentlich, dass ich eine 81 geboren bin. Aber die sind alle ganz tough drauf. Und wenn man Hilfe braucht, sind die immer zur Stelle. Und fragen nie lange, wieso, weshalb, warum. Oder bekommt man eher am Telefon zu hören, oh nee, heute ist ganz schlecht, heute geht ja nicht. Die sind einfach da. So viel zu diesem Thema. Der Ort Beset. Und wenn 50 Harleys vor meinem Studio stehen oder vor meinem Grundstück oder auf meinem Grundstück, geht doch keiner dann. Ich frage da auch nicht, mit wem ihr euch abgibt. Also von daher, ihr könnt befreundet sein, mit wem ihr wollt. Und genauso handhabt das auch. Und das habt ihr ganz einfach zu respektieren. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch ganz einfach aus meinem Leben verpissen. Ganz simpel. So, das nächste, was so ziemlich nervig ist und ich mittlerweile auch überhaupt gar nicht mehr hören kann, geht um Basteln. Ständig fragt jemand oder sagt jemand, ich weiß gar nicht, wann du die Zeit dazu hast. Euch ist aber schon bewusst, damit mein Tag auch nur 24 Stunden hat, genau wie eurer. Ihr kommt um 15, 16 Uhr oder bis ich wann nach Hause, gammelt euch aufs Sofa und zieht euch irgendwelche Vorabendscheiße rein. Mache ich aber nicht. Meistens komme ich vor 8 nicht nach Hause. Dann kümmere ich mich um meine Katzen. Jetzt im Sommer Blumen gießen etc. Wird was hier essen. So, und dann habe ich Zeit dazu. Ich habe ja dann ohne Grund so zeitig ein Kind angeschafft, der dann ausgezogen ist, seine eigene Familie hat. Und dann halt kein Leben mehr, oder was? Liebe Grüße an meinen Sohn. Könnte sich auch ruhig öfter mal sehen lassen. Mutti bastelt auch mit dir. Nee, aber mal im Ernst. Wenn ich bei den meisten erlebe, so ab 40 Kinder aus dem Haus, schaffen sich 5 Liebhaber an. Yippie, ja natürlich, dann hätte ich auch keine Zeit zum Basteln. Logisch, Ich weiß ja nicht, was das immer mit der Zeit zu tun hat. Ich kann es ja nicht nachvollziehen. Natürlich gehe ich später als alle anderen im Bett, weil mein Tag geht ja auch nach hinten länger. Vor 3 Uhr am Morgen gehe ich natürlich nicht im Bett, weil ich ja nicht schlafen kann, weil ich ja Schmerzpatient bin. Vergessen natürlich viele. Oder letztens hat mir jemand geantwortet, wenn ich dann sage, was heißt denn, wann hast du die Zeit dafür oder ich habe keine Zeit dafür? Was machst du denn, wenn du nach Hause kommst? Da hat sie mir geantwortet, ja, ich muss ja mit meinem Mann dann reden. Das Problem hast du ja nicht. Stimmt, auf mich wartet nicht jeden Tag jemand zu Hause. Kann ich aber gut mit leben. Kenne ich ja nicht anders. Ich möchte aber auch keinen Typ haben, der mir 8 Stunden am Abend ein Ohr abkaut. Ihr habt ja eh kein Leben mehr. Also, da darf doch wohl jeder noch seinen Hobbys etc. nachkommen. Ich kann sowas überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also, für mich ist das zum Runterkommen. Das habe ich schon damals gemacht, als ich eine Ausbilderin war. Da habe ich mit meinen Azubis gebastelt und habe dann abends trotzdem noch zu Hause was gemacht. Ich habe fast 10 Jahre lang mein Studio. Ich habe Kunden, einige sehr schwer krank, einige sind mittlerweile schon verstorben, bei anderen sind die Kinder verstorben, denen höre ich zu. Versuche zu helfen, versuche ein paar Ratschläge zu geben, aber ich höre einfach zu. Ich bin einfach für denen da. Wenn die rausgehen aus meinem Studio, sagen sie, boah, jetzt bin ich wieder erleichtert, Gott sei Dank, schön, dass du zuhörst. Aber ich bin nicht der Mensch, der dann die Tür abschließt und das alles vergessen kann. Ich nehme das mit nach Hause. Brauche auch eine Zeit, um das zu verarbeiten. Und das kann ich im Basteln. Darum, zum größten Teil, bastel ich. Das ist für mich verarbeiten, das ist für mich runterkommen. Das ist für mich auch Schmerztherapie. Alles in eins. Ich könnte natürlich, wie so manch anderer, nach Hause kommen. Könnte mich aufs Sofa kloppen und irgendwelchen Vorabendmist drin ziehen. Ich hatte mal eine Freundin, wie gesagt, ich hatte die mal. Ich habe sie dann abends mal angerufen.
weil ich mit ihr was besprechen wollte. Und da kam dann, nee, jetzt nicht, jetzt gucke ich gute Zeiten oder irgend sowas. Da habe ich gesagt, wenn du jetzt aufliest, dann wirst du ganz schlechte Zeiten erleben. Was sind das für Menschen, die sich ihren Tagesablauf von irgendwelchen Serien beeinflussen lassen? Ich kann sowas überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlich, nee. Wenn ich mal was gucke, dann ist es abends oder nachts eine Reportage. Was ich ganz gerne mal gucke, ist Medical oder Autopsie, solche Sachen. Vielleicht, weil ich mir den einen oder anderen von euch auf den Autopsietisch vorstelle. Aber ansonsten hat doch jeder die gleiche Zeit am Abend zur Verfügung. Natürlich, es gibt eine, die nicht wie ich spät im Bett gehen, die, sag ich mal, um 22 Uhr im Bett müssen, weil sie zeitig raus müssen. Oder weil sie, weiß ich nicht, 8 Stunden oder 12 Stunden Schlaf brauchen. Ich schlafe jede Nacht im Höchstfall 3 Stunden. Länger lässt mein Körper und meine Gesundheit das einfach nicht zu. Aber Fussel! Aber das ist nun mal so. Fussel will mit dem Bild. Aber deswegen muss ich mich da nicht ständig hinsetzen, so nach dem Motto, ach na, du machst den ganzen Abend auch nichts Besseres oder du hast den ganzen Abend nichts zu tun oder... Ich weiß auch nicht, was ihr euch vorstellt, ich jetzt hier 5 Stunden am Abend sitze und nur bastel oder so? Nee, dem ist nicht so. Die nächste Frage, die mich genauso anödet, ja, wo lässt du denn das Ganze hier bastelte? Ich hab ein Haus, ist groß. Kann überall was lassen, wenn ich will. Kann auch draußen was lassen auf dem Grundstück. Aber muss ich ja nicht. Viele Sachen davon verschenke ich oder Freunde nehmen sich die mit. Oder auch Kunden. Mein Gott. Wenn ich was Schönes bastel, freuen die sich auch darüber. Ist doch ja kein Thema. Ich weiß ja nicht, was ihr euch für Sorgen macht. Alle ehrlich mal. Das ist ja nun nicht so, dass ich da in Massenproduktion gehe. Bloß weil ich mir mal, weiß ich nicht, ein Erdbeermännchen bastel oder... Da sind sie. Die Liebesbiber. Mein Gott. Deswegen ist doch mein ganzes Haus nicht zu. Also wisst ihr, fangt doch alle mal bei euch selber an. Damit habt ihr eigentlich jede Menge zu tun. Ist genauso, wenn die Frage kommt, ach, du bist ja jetzt Oma, warum sind denn deine Haare noch pink? Oder pink ist ja so 80er. Ja, ihr seid auch 80er. Allen Ernstes, ihr seid noch, weiß ich, nee, 50er oder so. Ich sag da auch nichts dazu, dass ihr mit doofen schwarzen Haaren oder... blöden Blond rumrennt. Das ist doch eure Sache. Macht das doch. Wenn ihr das schön findet, könnt ihr das da machen. Meine Fresse. Ich hab schon in den 80ern meine Haare gefärbt, genau. Für die Ossis, wisst ihr noch? Mit den Action? Mit den Färbespiralen? Ja, schon da war ich bunt gewesen. Liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen extrovertiert bin. Ich möchte mich ein bisschen von der Masse abheben. Ich möchte nie wie jeder Otto normal rumrennen. Ich möchte das einfach nicht. Und ihr habt da schöne Farben. Pink, lila. Das hat auch zum großen Teil damit zu tun, ja, wenn ich morgens aufstehe und wieder mal eine Nacht nie gepennt habe, wie Lieder Wischmopp vor meinem Spiegel stehe, muss ich das erste Mal lachen. Mir tut's gut. Und ob euch das gefällt oder nicht, ist mir sowas von Wumpe, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Wie gesagt, stellt euch mal alle selbst vor im Spiegel. Ich meine, einige sehen mit über 40 schon aus wie Tante Trottchen. Ja, ich werde auch 46 und trotzdem finde ich das witzig. Vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, dass ich sage, ach, jetzt möchte ich nicht mehr. Aber nee, noch ist der nicht. Und ich denke, der wird auch in den nächsten 10 Jahren nicht kommen. Wie gesagt, kümmert euch um euer Eigenleben. Eigenes Leben, damit habt ihr ja genug zu tun. Aber scheinbar nicht, darum könnt ihr euch ja ständig über andere das Maul zerreißen, hetzen, lästern. Ihr müsst alle so ein armseliges Leben haben. Schon Traum. So, ich werde vielleicht gleich noch ein bisschen was basteln, aber vielleicht auch nicht. Ich hatte eine Scheißnacht, ich hatte Clusterkopfschmerzen, habe schreiend im Bett gelegen. Darum sehe ich auch so zerknautscht aus. Dröhnt immer noch. Wird wieder ein paar Tage anhalten. Trotzdem gehen wir morgen brav zur Arbeit, wie jeden Tag. Und lassen uns nicht anmerken, nur die Harten kommen in den Garten, wa? Lieben Gruß an alle Schmerzpatienten. Und Respekt an jeden, der jeden Morgen immer wieder aufsteht, trotz Schmerzen. Trotzdem zur Arbeit geht, trotzdem was leistet und trotzdem seinen Tag auf der Reihe kriegt. Andere haben gesundheitlich gar keine Einschränkungen und kriegen ihr Leben nicht auf der Reihe.
Das sind für mich eher die Verlierer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Pfingstmontagabend. Die Woche ist ja kürzer. Genießt den Abend mit euren Lieben, ohne eure Lieben, mit euren Katzen, mit euren Hunden, mit allem, was euch Spaß macht und euch gut tut. Bis zum nächsten Mal.